Jo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Shakes and Fidget. Und heute ist ein nicer Tag, denn wir bekommen heute die Pets, Leute. Mir fehlt noch ein Level, dann kann ich sie endlich finden. Deswegen Alu schnell weitermachen. Die müssten heute locker noch drin sein. Das wird doch echt nice. Ich hoffe mal, dass das klappt. Und ja, da machen wir jetzt erstmal ein bisschen was. Ich hoffe mal, dass wir noch einen Dungeon legen. Das könnte ja dann sogar schon schaffbar sein. Aber zuerst gucken wir mal in die Läden, denn ich hoffe mal, dass wir ein bisschen was Neues haben, dass das alles doch dann in einer gewissen Weise einfacher wird. Im Waffenladen nicht, im Zauberladen ist eine gute Kette. Ist jetzt die Frage, ob ich die nehme. Wenn ich den Sockel hier ausrüste, dann verliere ich zwar ein bisschen Intelligenz, aber ich glaube, an sich lohnt sich das. Wir holen uns die jetzt einfach mal und versuchen es. So, wenn wir die ausrüsten, aber erstmal gucken, wartet. So, erstmal wird der Geschickstein weggeworfen. Hier habe ich nämlich noch. Hier kommt ein Ausdauerstein, okay, das ist gut. Dann mache ich mal hier alles wieder weiter. Ein Ausdauerstein mit 89 schon, what the fuck. Alles klar, warte mal, hier will ich mit denen reinmachen. Machen wir es einfach mal. Jetzt sehen wir es doch, was verlieren wir denn? Wir haben. Ja, das ist in sich ein Plus, der wird verkauft. Ich habe jetzt wieder nicht bei der Hexe geguckt. Vielleicht hat die was. Ne, Brustpanzer. Okay, können wir gleich gucken. Haben wir keinen. Auch gut. 89. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch die Schuhe hier upgraden. Ich denke mal, das ist das Schlauste. Das ist ein 1 zu 1 Update. So. Jetzt haben wir von der Ausrüstung her, glaube ich, relativ gleich auf. Ja. So ist es doch gut. Arena. Mal mache ich nochmal ein paar Kämpfe. Ihr seht, ich habe noch drei Leute. Dann bin ich das erste durch. Das wird echt jetzt sehr schwer. Fürs Sammeln aber was zu finden. Und ich überlege gerade, ob wir ein bisschen die Quests mit den Sanduhren skippen, um die Pets wirklich schnell zu bekommen. Das wäre irgendwie cool. Aber erst versuchen wir hier den Grabräuber. Der ist schaffbar, Leute. Der ist schaffbar. Ich hoffe es einfach mal. Wenn wir ihn kritten, ja, genauso, und er uns einfach gar nicht krittet, ist das sehr gut machbar. Sieht an sich jetzt gerade gut aus. Ja, Leute. Nice! Wir haben es einfach im Video geschafft und alles klar, Leute. Das ist doch nice. Ja, dann skippen wir doch ein bisschen durch. Ich will das Level-Up auf jeden Fall jetzt gerade noch bekommen und die Pets im Video haben. Das wäre doch ziemlich nice. So, letzte Quest. Und dann kann ich auch die Alu schon wieder normal spielen. Heißt, ich habe auch nur zwei Sanduhren verballert oder drei, und die kriegt man am Tag sowieso locker rein. Noch einmal die hier. So. Und Level 75 erreicht. Jetzt brauchen wir halt noch das Nest. Das Nest, 21.000, ja, die ist besser. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Cut und dann sehen wir uns, wenn die Quest fertig ist, oder nicht, Quatsch, das war jetzt dumm. Wir können einfach noch hier ein bisschen was machen. Hier baut sich gerade meine Kaserne aus, heißt, ich kann keine neuen Soldaten ausrüsten, aber ich kann mit den restlichen noch mein Loot hier reinholen. Das ist auch nicht so verkehrt. Jetzt haben wir wieder ein paar mehr ausbauen, ja, geht ja nicht, aber wir haben einfach einiges an Zeug. Da kann ich bald auch noch die Ritterhalle hochziehen, noch bessere Edelsteine finden. Okay, das gefällt mir, Leute. Cool. Und wir hatten gestern auch noch ein paar Dungeons. Das wollte ich eigentlich noch zeigen. Ja, der Monsterhase. Ich habe ihn gelegt und wieder ein Klopapier bekommen, Leute. Das Luck ist nicht auf meiner Seite. Dem Brüderraptor ist dann auch gefallen und hat meine normale Waffe gedroppt. Die habe ich auch direkt verkauft. Und da war der Grabräuber nochmal knapp gestern. Aber jetzt habe ich ihn ja geschafft. Und als nächstes steht uns jetzt wieder der Räuberhauptmann bevor. Das ist, denke ich mal, auch schon schwerer. Mal gucken, ob das so an sich hinhaut, aber ich denke mal, dass wir das dann noch alles schaffen. So, dann machen wir heute nochmal unsere 6 Spins und es fängt schon gut an. 6 Pilze schon bekommen. Nice. Ein bisschen Erfahrungspunkte, auch nicht verkehrt. Gold ist auch nicht schlecht und Holz auch nicht. So, das ist doch mal cool. Wieder schön Pilze gefarmt. So, die 3 Minuten noch. Da kann ich noch ein bisschen skillen. Nochmal die 10 Punkte. 1, 2. Zack. Und hier nochmal 10. Wunderbar. Das läuft doch, Leute. Das freut mich jetzt wirklich gerade. Ich will die Pets jetzt auf jeden Fall jetzt noch bekommen. Dass wir die rechtzeitig haben. Ist auf jeden Fall nice. So, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Quest abläuft. Bis gleich. So, okay. Mal gucken, ob wir das Nest jetzt schon in der Quest bekommen. Es wäre. Na, zu schön. Okay, dann muss ich dann noch ein bisschen machen.
Das wird jetzt dauern. So, dann sehen wir uns gleich nach dem nächsten Cut wieder. Ja, Leute, ihr seht's, ich hab's endlich. Ich musste einen kleinen Aufnahmecut um, es waren circa 3-4 Stunden oder so. Aber egal, wir haben das Ei, bzw. das Nest. So, ziehen es rein. Zack. Und haben wir direkt unsere Pets. Gucken wir mal kurz, ob wir auch die gescheiten haben. Ja, das ist schon mal gut. Ah, der Rest nicht so. Aber ich denke mal, wir können die heute noch alle finden. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Da werden heute noch alle gesucht. Den Kampf zu machen ist, glaube ich, jetzt gerade auch noch sinnlos. Und ja, aber wir haben gleich schon eine Frucht bekommen. Das ist doch nice. Und da wird heute eh noch alles zusammengesucht. Achso, genau. Ja, und ich mache gerade weiter. Das ist schlau. So. Jetzt. Ich will ja noch nicht füttern. Ich muss jetzt noch mal kurz ein bisschen sparen. Das ist jetzt zwar ein bisschen doof, aber ich will da so effizient wie möglich bei den Pets sein. Ich weiß noch nicht wirklich, wie das so 100 pro geht, aber ich hoffe mal, dass ich das da irgendwie hinkriege. Wäre auch nice, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könntet. Und ja, dann würde ich sagen, war es das vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten, erst übermorgigen Video wieder. Also tschüss Leute und haut rein.